Janu-Vakra-Halasana ist die Bezeichnung einer Gruppe von Flugvariationen mit gebeugten Knien. Vom Flug ausgehend kannst du die Knie beugen und dann kannst du entweder die Knie auf die Stirn geben und die Fersen in die Luft geben. Das gilt als Fersen nach oben. Das gilt als einfache Variation. Du kannst sogar die Fersen zum Gesäß hingeben. Eine Übung, die man auch zwischendurch machen kann, den unteren Rücken zu entlasten. Das ist sowohl eine Variation von Janu-Vakra Sarvangasana wie auch von Janu-Vakra Halasana. Als zweites kannst du die Knie rechts und links neben die Ohren geben, so bist du im Ohrenpflug. Und die fortgeschrittenste Variation wäre, die geschlossenen Knie hinter den Kopf geben und versuchen dabei, die Knie zum Boden hinzubringen. Diese Stellung wird auch als Lingasana bezeichnet, die Stellung des Shivalingam.